Hi! And welcome! Hi! Hast du mir Style nachgemacht? Heute gibt es ein Frage-Antwort-Video mit June zusammen, Julian Bam. Freust du dich drauf? Nein! Wir haben auch Twitter, Instagram, Snapchat und Facebook. Wir haben aufgefordert, dass ihr uns Fragen stellt und die werden wir jetzt beantworten. Ne? Wir reden aber nur so. Wir haben aufgefordert. Wir reden jetzt nur so. Und am Ende des Videos werden wir die Gewinner des Gewinnspiels bekannt geben und vielleicht seid ihr dabei. Auf meinem Kanal gibt's gar nichts. Die Hälfte der Gewinner und auf seinem Kanal die andere Hälfte. Wow, what a freaking banana. Was ist die erste Frage? Die erste Frage, das wäre echt die meiste. Ich frage nicht die Frage. Nein, doch. Ich frage die Frage. Aber weil ich frag die. Weil ich glaube, dass er es nicht weiß. Ah, oh, shit, eine Frage über dich? Nein, über uns. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ach echt? So. Ja. Ja. Ich glaube echt nicht, dass er sich daran erinnern kann. Das war bei Tinder, glaube ich. Es fing an, glaube ich, Kindergarten, oder war das, ne? Ich wollte auf jeden Fall so ein neues Trickshot-Video drehen und dachte ich mir, welcher andere YouTuber hat so viel Geduld und würde auch eventuell eine Sache 500 Mal neu drehen. Und dachte ich mir, da gibt es auch diesen Typ, der macht immer so Lifehacks, das dauert bestimmt herbe lang. Und dann dachte ich an ApoRed. Und ApoRed hat mir dann dich heute gestellt. So, die Story. Hab's auch gesagt, ich wusste, dass du es nicht weißt. Hä, doch? Ey, nee, wir haben uns schon vorher kennengelernt. Video Days 2015. Das war, glaube ich, im August. Erinnerst du dich an die Video Days 2015? Auf jeden Fall, Jay und Aya. Kennt ihr die YouTuber Jay und Aya? Die hatten deine Kamera oder wollten deine Kamera. Und dann sind wir zu dir gefahren. Und du hast denen die Kamera gegeben, was sie wollten. Und da haben wir uns die Hand zum ersten Mal gegeben. Ich so, hey. Echt? Ja, so. Hey, Digga, die Story kenne ich gar nicht. Nein! Du lügst nicht! Echt? Das erste Mal, wo ich dich kennengelernt habe, da hatte ich dich, glaube ich, einfach mal angeschrieben. Da meinst du so, ja, lass mal erstmal kennenlernen. Lass mal nicht direkt so in eine Videoproduktion. Aber so richtig kennengelernt haben wir uns dann am Dreh, so. Bei diesem Dreh. Mit den Stiften werfen. Ja, auf jeden Fall, irgendwann, wir haben uns halt ein paar Mal Hallo gesagt, aber er kann sich nicht dran erinnern. Hä? Irgendwann hat der auf Twitter gefragt, ey, hast du Bock auf ein Date? Ich so, ja klar. Und dann haben wir ein Trickshot-Video gedreht. Genau. So. Ja, und seitdem hassen wir uns. Seitdem, Mann, klaust du meinen Klamottenstil. Okay, die nächste Frage lese ich vor. Okay. Die Laura Bam sagt, kann man Sachen in euren Haaren verstecken? Nicht nur in deinen Haaren, sondern auch in deinem Busch. Warte, meinst du? Warte. Ah, ich muss noch so ein paar Haare davor machen. Wie ihr gesehen habt, ging's. Mana fragt, wer von euch beiden ist größer? Ich. Wir sind eigentlich fast gleich groß. Also fast beide gleich beide klein. Beide gleich klein. Warte, der Test. Spielt Schere, Stein, Papier, der Verlierer muss groß Ei trinken. Soll das machen? Okay, lass mal. Okay! Ja. Die sind aber alle abgelaufen, die Eier. Die Eier sind abgelaufen? Meine auch. Schnick, schnack, schnack. Ist ja mehr rassistisch. Ach so. Schnick, schnack, Feuer. Was? Nein. Gibt's nicht. Feuer gibt's nicht. Jetzt weißt du, was ich nehme. Schnick, schnack, schnuck. Ja! 1-0. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck! Oh. Fuck. Warte, ich mache. Boah, so pervers. Okay, ich hab's nicht geschafft. Scheiße. Die Jenny fragt, was für ein Video würdet ihr als erstes hochladen, wenn ihr die Kanäle tauschen würdet? Also ich würde erstmal einen Monat Pause machen. Wie würde es aussehen, wenn du Ju wärst und Ju du? Ihr könnt auch. Alter, bah! So sehe ich also mit Bart aus. Ey, das sieht aber voll gut aus bei dir, aber bei mir sieht das aus. Alter, ich sehe auch so wie ein. Hä? Ein kleines Kind. Ja, so wie ein Baby. Hey, bei mir sieht es. Guck mal, wie krass das bei mir aus. Geil! Was könnte ein YouTube-Deutschland nicht leiden? Irgendwie stehen wir hier die ganze Zeit. Ja, sollen wir uns hinsetzen? Okay, sag mal. YouTube-Deutschland, deine Meinung. Also, ganz ehrlich, so Content ist mir eigentlich egal, was Leute für Content bringen. Okay. Für mich ist so, wenn der Mensch arrogant ist oder einen Höhenflug bekommt, hat er bei mir verkackt. Ja. Für mich geht es so um das Menschliche. Ich komme wieder auf. Okay. Deswegen zum Beispiel finde ich Ju cool, weil er ein sehr bodenständiger Typ ist. Und ja, deswegen verstehen wir uns, glaube ich. Weil du arrogant bist und ich das aber auch verstehen kann, nein. Ja, ich bin viel zu intelligent, um arrogant zu sein. Aber YouTube Deutschland, muss ich sagen, Formate finde ich, was so gerade in den Trends sind, auch nicht schön. Du hast gerade gesagt, dir ist das egal. Mir nicht. Wenn sich Leute so scheiße in die Fresse schmieren und dann daraus einen Prank machen und
im Kacke schwimmen. Das, was ich richtig, richtig, richtig schlimm finde, ist, dass diese Menschen eine riesen Reichweite haben und damit die Jugend ein bisschen verblöden. Das finde ich schrecklich. Ich finde, je mehr Reichweite du hast, desto mehr Verantwortung hast du halt auch zu gegenüber deinen ganzen Zuschauern, die du hast. Und die sollte man nicht einfach so ausnutzen. Man sollte schon überlegen, was man von sich gibt. Ja. Ja. Deswegen Fazit, YouTube Deutschland, verbesserungswürdig. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Aber gut, dass es dich gibt. Fass mich nicht an. Soll er das machen? Was denn? Ruft einen YouTuber an und prankt ihn. Okay. Wen sollen wir anrufen? Revi? Nein, der ist gerade in Thailand. Ey, der ist in Thailand? Ja. Sami Slimaniati. Echt? Sami Slimani. Den rufst du an? Sorry? Ich ruf Sami Slimani an. Weißt du, was du sagen willst? Red auf Französisch. Nein, ich kann nicht Französisch. Ja, deswegen. Ja. Ich will irgendeine Story erfinden. Ich will sagen, ey, ich brauch gerade jemanden zum Reden, mein Hamster ist tot oder so. Wie soll mein Hamster heißen? Justus. Ey, geh doch mal ran. Der ist auch Dauer online. Ey, seine Nummer, scheiße. aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Das ist doch wieder eben angefangen. Ach so. Was soll ich sagen? Hello. Hey, Sammy, wie geht's? Okay. Kannst du kurz reden? Ja, so. Ja, kann ich. ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Okay. Ich brauch grad... Ich brauch grad jemanden zum Reden, weil mein Hamster ist tot. Du bist so schlecht. Was auch immer du versuchst, das hat. Nein, mein Hamster Justus ist heute Morgen gestorben und ich lache, weil ich so verzweifelt bin. Deine Mutter, ey. Alter, bin ich schlecht. Wie geht's? Und selbst, ja, sehr gut selbst. Also ich dachte schon, hä, was ist das los mit dem? Aber ja gut, dein Lachen hat sich leider verraten. Was machst du? Schade. Ich war gerade auf einem Festival, Lollapalooza. Aber nach Hause waren. Ja, okay, ich hab jetzt nicht nach deinem Lebensdorf gefragt. Okay, bis dann, viel Spaß. Später, ey, bitte. Okay, du rufst jetzt Dagi an. Dagi, ich rufe Dagi an. Nicht zu nah, ne? Dagi. Ich glaube, er macht die gleiche Story, ne? Ich glaube nicht, dass sie rangeht. Die kennt meine Nummer nicht. Jetzt wird sie erstmal meine Nummer speichern und dann bei WhatsApp gucken, wer ich bin. Ich habe mein Profilbild gerade geändert. Guck, die ist jetzt online. Mm. Soll ich schreiben? Was soll ich schreiben? Schreib mal, hier ist du. Sie schreibt, Beweis ist. Ey, die Dagi ist nicht dumm. Hallo, hier ist der du. Sorry, dass ich dich gerade einfach so angerufen habe mit meiner Nummer. Hallo, du. Sie schreibt. Du Schlingel. Die ruft an. Okay. Ja, hallo. Dagi? Hallo? Hallo, wie geht's dir? Ach so. Mir geht's gut, danke schön. Okay, ich wollte. Ich bin noch aufgegangen. Okay, hast du gerade eine Sekunde? Hast du gerade ein bisschen. Ein Ohr, ja. Ist mir jetzt was voll Schlimmes passiert. Also, kennst du. Oh. Kennst du Justus, meinen kleinen Hamster? Justus, dein kleiner Hamster? Genau. Oh Gott. Ist der ist gestorben, Mann. Oh, scheiße. Nein. Okay, das hat nicht funktioniert. Ich bin gerade mit Aaron, wir drehen hier ein Video. Wir wollten dich eigentlich pranken. Ich kann das gar nicht. Oh nein. Das ist übrigens Emras Nummer. Ihr seid echt schlecht. Wir sind echt unendlich schlecht. Ach, Emras Nummer. Ja, dann. Würde ich sagen, bis später. Würde ich mal sagen, war es ein Fail. Ja, danke schön. Ciao. Ciao! Ey, wir sind beide so lame. Wir sind die lamesten Pranks. Alter! Wir sind so schlecht, Alter! Und wird es ein 2 Millionen Euro Special geben? Nein.
erst von euch beiden älter? Du oder du? Ja, Digga. Wir sind gleich alt. Lieber Ira, ich würde gerne wissen, was deine Superheldenfähigkeit ist. Superkraft ich? Spaßfaktor würde ich auf jeden Fall fliegen nehmen. Einfach durch die Welt fliegen. So. Okay, das war ein Pferd. Ich dachte, was machst du? Was wäre so die genialste Erfindung, die man erfinden könnte? Also, keine Ahnung, sowas wie ein automatischer Hausaufgabenschreiber oder irgendwie sowas. So spontan fällt mir jetzt nichts ein. Vielleicht, so eine Maschine. Du packst alle deine Zutaten rein, die du willst, und dann kocht diese Maschine das, was du haben willst. Oh, ist auch geil. Das ist so geil, das ne? ist cool, ja. Jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. What? Erst einmal fand ich es richtig krass, wie viele Leute mitgemacht haben. Dafür wollte ich mich nochmal bedanken. Aber ich will mich auch gerne bedanken. Aber er bedankt sich auf seinem Kanal. Ach so. Ja, okay. Nicht auf meinem Kanal. Wieso darf ich nicht? Weil es meinem Kanal ist. Wir werden jetzt mit irgendeinem Computerprogramm die Gewinner auslosen. Per Zufallsprinzip. Ja. Schauen wir mal, ob ihr dabei seid. So, nach ungefähr 5 Stunden. 5? Also 8. Die Seite, mit der wir jetzt die Gewinner auslosen werden, hat 8 Stunden gebraucht, die ganzen Kommentare rauszupicken. Mit dieser Seite können wir jetzt einfach random Kommentare rauspicken und unsere Gewinner auslosen. Genau. Wenn ich jetzt hier auf Randomly Pick Winner klicke, dann bekommen wir den Gewinner für die Canon 700D. Genau. Oh, mal soll ich klicken? Ja. Ja? Ja. Okay. Canon 700D geht an. Geht an? Shiny XR. Ich werde auf jeden Fall das mit dem bunten Reis ausprobieren. Du hast gewonnen. Schreib mir. Nein, ich schreib dir. Okay, jetzt geht es weiter. Mit der PS4, ne? Genau, mit der PS4 in Weiß mit Minecraft. Geht an. Geht an. 3, 2, 1. Heftige Haare. Geht nicht an heftige Haare, sondern geht an XI Forza. Forza, Julian, heftige Haare hat er geschrieben. Danke, Bro, und deswegen kriegst du eine PS4. Geht's weiter mit dem S7 Edge mit 32 GB. Genau, dann nehmen wir das. Und ich drücke auf Randomly Pick Winner. What the fucking banana? Anita Shah, du hast gewonnen. Oh mein Gott, what the fucking banana? Du hast so recht. Wenn du das jetzt siehst, wirst du denken, what the freaking banana? Oder what the freaking S7. Glückwunsch! Es geht weiter mit einem weiteren S7 Edge. Und zwar geht dieser an. Mondsichti! Was geht? Was geht? Was geht jetzt bei dir? Bei dir läuft! Bei dir läuft. S7 Edge 200 GB. Viel Spaß damit. Okay, und das nächste iPhone. Mit 16 GB. Das erste iPhone. Das erste iPhone. Geht an. Ich hoffe, irgendjemand Cutes. Manuela Skelfo, ihr beiden seid einfach die Besten. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Und Glückwunsch! Das letzte iPhone geht an. Tim Kneimann, irgendetwas. Er will irgendetwas und ich glaube, mit einem iPhone wärst du zufrieden. Ne? Ich hoffe doch mal auch. Oh. Spannend. Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich für die Gewinner. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit den Sachen. An die Gewinner, wir schicken euch eine YouTube-Nachricht, wo alles weitere geklärt wird. Ihr habt eine Woche Zeit, zurückzuschreiben. Wenn nicht, dann wird neu ausgelost für die jeweilige Person. Genau, dann geht das rüber an die nächste Person. Das machen wir, damit die Preise nicht einfach nur hier bei uns... Da sind die Preise noch. ...schimmeln. Das war jetzt die eine Hälfte. Vielleicht hast du ja bei ihm gewonnen. Du, geh mal rüber auf sein neuestes Video, was ich in der Infobox verlinke. Und da kannst du dann sehen, ob du gewonnen hast. Und ey, die Leute, die nicht gewonnen haben... Ey, chill. Wir müssen überlegen, das bald wieder zu machen. Wir würden uns irgendwas anderes diesmal ausdenken. So ein bisschen innovativeres. Und deswegen, bleibt dabei. Hast du noch was zu sagen? Ich würde mal sagen... Nein. Ich beende nicht so, das ist auf deinem Kanal so. Ja. Check auf jeden Fall seinen Kanal ab. Link in der Infobeschreibung. Vielleicht habt ihr gewonnen. Geht schnell rüber. Schnell. Ey, und wenn ihr wollt, dass wir ein ganzes YouTuber-Prank-Video mal drehen, dann zeigst du es auch mit einem... Daumen nach oben. Dann drehen wir ein ganzes YouTuber-Prank-Video. Ciao. Hi! Noch heute zeige ich dir, was man alles mit Alufolie machen kann. Außer sie ganz langweilig.